Ja, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit dem zweiten Teil von Call of War, beziehungsweise dem ersten Part, in dem wir jetzt wirklich kämpfen können. Wenn ihr das Video Teil 1 nicht gesehen habt, schaut am besten da rein, da wird das Ganze erklärt. Nochmal ganz kurz, das Spiel, das wir zusammen gemeinsam starten, also mein Community-Projekt, hat jetzt begonnen und ihr habt trotzdem noch die Möglichkeit zu joinen. Also wir sind aktuell 31 Spieler. Und wie ihr beitreten könnt, habe ich im ersten Video erklärt. Ansonsten guckt einfach in die Beschreibung. Da ist mein Link drin, da ist das Passwort drin und da ist alles ganz einfach erklärt. Danke nochmal für das Sponsoring, dass mir diese Map zur Verfügung gestellt wurde. Und ich freue mich darauf, mit euch zu spielen. Also, ihr habt die Chance zu joinen. Und ich bin sehr gespannt. Also, heute machen wir so ein bisschen Tutorial-Style. Ich erkläre, wie das Ganze funktioniert und wir schauen uns mal so die wichtigsten Schritte an und gucken einfach mal, wie die Map überhaupt aussieht, wie unser Land aussieht und was überhaupt passiert ist. Ich bin nämlich sehr, 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 sehr gespannt. Hier gibt es ganz viele Tutorials, gerade läuft auch direkt ein Video. General, unsere Luftwaffe hat Nachschub abgeworfen. Sehr gut, also das Ganze ist sehr sehr hilfreich für Anfänger geschaltet. Überall kriegen wir kleine Informationen. Das gucken wir uns heute in diesem Video an. Und ich freue mich darauf, mit euch zu spielen. Also wie gesagt, ihr könnt sehr gerne noch joinen. Ist natürlich lustiger, wenn wir dann mehrere Leute sind. Aber ich meine, 30 ist auch schon ganz cool. Und ganz wichtig, wenn ihr euch einen Account erstellt, bitte geht über meinen Link. Sonst bekommt ihr nicht den Premium-Status und ihr bekommt auch kein Gold. Da gab es bei einigen Probleme, die sich nicht über meinen Link zum Beispiel angemeldet haben. Okay, so, tritt einer Allianz bei, sei Teil einer mächtigen Koalition. Ich denke, das machen wir jetzt nicht. Wir wollen nämlich erstmal spielen und unser Ägypten ein bisschen nach vorne bringen. Das ist auch für mich ganz neu, also das ist jetzt mein erstes Spiel dieser Art. Ich habe davon auch gar nicht so viel Ahnung, aber wir versuchen unser Bestes und ich versuche euch durch die Grundlagen ein wenig zu führen. Die kenne ich wenigstens schon. Nachschub ist eingetroffen. General, unsere Luftwaffe hat ein geheimes Nachschubpaket geliefert, welches in die Hände unserer Feinde geriet. Erobere Kufra, bevor die Zeit abläuft, um deine Belohnung zu erhalten. Kufra? Oh no, da ist Kufra. Okay. Ja. Das können wir auf jeden Fall holen. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt. Also ist ganz frisch, ja. Also das Spiel hat gerade eben erst angefangen. Und ich freue mich schon, das Ganze hier mit euch zu starten. Also das ist quasi unsere erste Mission. Und nochmal eine kleine Info. Das Spiel können wir genauso wie am PC auch ganz normal über die App spielen. Also vielleicht ging das beim letzten Mal so ein bisschen unter. Man hat genau die gleichen Funktionen in der App wie jetzt hier am PC. Es ist nur am PC natürlich größer. Also beim nächsten Video können wir auch gerne dann über die App spielen. Und noch eine Info. Ich werde das jetzt ja ein paar Monate mit euch spielen, also mehrere Wochen. Und es kommen dann immer mal wieder im Abstand von ein, zwei Wochen Videos dazu, um den aktuellen Spielstand zu zeigen. Also ihr könnt sehr, sehr, sehr gerne joinen und ich freue mich drauf. Okay, klicken wir als erstes mal auf Diplomatie, damit wir auch die Übersicht haben, wer denn hier mit uns spielt. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen. Sehr geehrter Herr Heaven, sehr schön. Die spanische Regierung möchte ihren Einfluss auf den afrikanischen Kontinent ausweiten. Okay. Im Gegensatz wurde die spanische Regierung Hilfe im Kampf gegen... Joa, das klingt auf jeden Fall ganz interessant. Ich warte damit aber erstmal und check mal den Rest, bevor ich mich mit irgendwem verbinde. Also hier sehen wir schon mal die einzelnen Spieler, die jetzt hier vergeben wurden. Die aktiven sind erstmal die fetten und dann sieht man auch, mit welchem Gerät man spielt. Und man kann auch mit denen hier einfach kommunizieren und eine Nachricht denen senden. Aber wir können auch, also ihr seht, es gibt noch einige Länder, die zu vergeben sind. Wir können auch hier unten einfach in den Chat einfach mal reinschreiben, dann kann ich mal schreiben, hey. So, und so könnten wir dann miteinander uns so ein bisschen absprechen. Alright, wir haben hier auf jeden Fall einmal dieses Symbol. Das heißt, wir müssen das eine Gebiet hier erobern. Das wäre ganz schön. Das ist hier Kufra. Und meine Armee steht natürlich sehr gut. Das heißt, wenn wir mit denen jetzt nach hier gehen, könnten wir quasi
einen Konflikt beginnen. Aber bevor wir das machen, das ist jetzt quasi unsere erste Mission, würde ich sagen, schauen wir uns hier oben erstmal die Forschung an, damit wir mal mit der Forschung beginnen. Also die Forschung ist extrem wichtig, damit wir überhaupt unsere Armee aufbauen. Also Schritt Nummer 1, wenn ihr hier ankommt, erstmal forschen. Schaut euch ruhig alle Punkte in Ruhe an, was die Rohstoffe hier bedeuten, und forscht dann und baut dann gleich Infanterie auf. Das machen wir und dann versuchen wir aber auch gleichzeitig die Mission abzuschließen. Okay, was haben wir hier? Wir haben einmal Miliz Stufe 1, dann haben wir hier Infanterie Stufe 1. Hier stehen dann auch rechts immer die Kosten und wie lange das dauert. Also 9 Minuten ist relativ simpel. Manche Sachen kosten halt oder dauern ein bisschen länger, wie hier 30 Minuten oder hier einen Tag. Wie ihr seht, das Spiel ist weitläufig gedacht und zeitintensiv. Und wir könnten dafür natürlich auch Gold ausgeben. Ich mache das jetzt im ersten Schritt mal nicht. Und ganz wichtig ist, um die Level 7 Miliz zu bekommen, muss man alle hiervor freigeschaltet haben. Das gleiche gilt auch dann für die Artillerie bzw. die Luftabwehr. Hier ist das abhängig von der Infanterie. Also wir müssen mindestens Infanterie Level 1 haben, damit wir das hier und das hier und das hier freischalten können. Und die sind halt voneinander abhängig, das seht ihr an den Linien, ist aber relativ simpel. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit der Infanterie. Ganz interessant ist hier erstmal die Kosten und der tägliche Unterhalt. Also ihr müsst wirklich sehr auf die Nahrung und so achten, dass ihr nicht zu viel verbratet und dass ihr dann auch genug Nahrung und so für eure Truppen habt. Interessant ist das hier unten. Je nach Gebiet haben wir oder sind unsere Truppen stärker oder schwächer, machen mehr Schaden, machen weniger Schaden, haben eine geringere oder eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Wir gehen da gleich mal zurück. Nur um das euch mal zu zeigen, also ihr seht hier wirklich, hier ist ein Wald und hier ist Wasser und hier sind normale Gebiete und hier sind hügelige Gebiete, also das soll nicht einfach nur schön aussehen, das hat schon einen gewissen Einfluss auf die Spieler, was ich ziemlich cool finde. Okay, gehen wir mal zurück zur Forschung. Wir wollen als erstes, ich bin mir unsicher, ob ich die Miliz zuerst holen will oder ob ich, ich glaube, ich mache einfach mal die Infanterie. Wir starten einfach mal die Forschung, das geht ganz simpel, man klickt drauf und ja, dann wird euch was von dem Cash da oben abgezogen, von euren Ressourcen und dann lädt das hier. So, wir wollen natürlich auch Fahrzeuge, deswegen würde ich sagen, wir holen uns erstmal hier oben den. Der dauert jetzt eine Stunde, starten wir das Ganze und mehr Plätze haben wir jetzt aktuell nicht. Ich denke, das ist ganz gut für den Anfang und dann können wir uns später noch irgendwelche anderen krassen Sachen holen. Vor allem, wenn die Infanterie fertig ist, können wir halt direkt weiter forschen. Das ist ganz wichtig für uns. Okay, wenn wir oder wenn ihr total überfordert seid, was schreiben die denn hier unten? Selber, hey, wer ist das denn schon wieder? Ein Spieler von vielen, haha. Ich gebe mir Mühe. Also ja, also ihr könnt hier unter uns schreiben, da ist dann auch kein anderer dabei. So, Diplomatie haben wir schon reingeguckt, Koalition ist natürlich auch ganz cool, manche haben sich schon verbündet. Ihr bösen Leute, dürft ihr natürlich machen. Wenn ihr total überfordert seid und keine Ahnung habt, was ihr machen müsst, klickt auf das I. Da ist alles erklärt und da ist alles ganz simpel erklärt und dann werden eure Fragen hoffentlich beantwortet. Ansonsten könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben und dann reden wir darüber. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Tipps, was am Anfang eines Spiels zu tun ist. Erforsche neue Einheitstypen. Habe ich ja eben schon erklärt. Wir müssen dringend irgendwas erforschen, damit wir auch stärker werden, sonst haben wir keine Chance. Baue die Gebäude in deinen Städten, die du benötigst, um Einheiten herzustellen. Das machen wir gleich. Behalte die anderen Spieler im Auge, kontaktiere sie über Diplomatie an sich. Das haben wir noch nicht, also wir haben schon ein Angebot bekommen, aber wir haben noch nichts angenommen. Und ja, die Spieler im Auge haben wir auf jeden Fall. Lies Kontextinfos, um mehr über etwas zu lernen. Das sind die Is quasi. Das Spiel gewinnen, Siegespunkte. Ich denke, das ist erstmal nicht so wichtig. Also wir müssen halt die Map einnehmen und ihr seht dann halt diese Sterne hier, je nachdem wie groß oder wie wichtig das Gebiet ist, ob es eine Hauptstadt ist oder irgendwie so ein kleines Randgebiet, gibt es dann halt mehr Punkte. Einheiten, Gebäude und Terrain. Einheiten und Gebäude haben unterschiedliche Baubedingungen. Ja, ich denke, das ist relativ simpel und ja, das wird euch relativ schnell bewusst werden, was das Ganze ist.
Okay, bevor wir in den Kampf ziehen, oder so, komm, wir ziehen jetzt einfach mal in den Kampf mit meinen Truppen. Ich meine, man lernt es nur durchs Spielen. Also wir wollen jetzt einfach mal loslegen und kämpfen jetzt einfach mal und dann werden wir daraus auch schlau. Manchmal macht man vielleicht keine gute Bewegung und lernt dann halt aus seinen Fehlern. Aktion bestätigen. Das könnte einen ungewollten Krieg provozieren und unseren Ruf schädigen. Deine Armee passiert Gebiet oder Truppen von Libyen. Das weiß ich. Wir machen es einfach. Und meine Armee zieht los. Ich habe ein bisschen Angst. Reisezeit 3 Stunden. Heilige Scheiße. Okay, also viel Spaß, Truppen. Wir sehen uns dann morgen wieder und ich bin gespannt, wie das Ganze dann ist. Die sind dann um 22.39 Uhr da. Das Coole ist halt, dass man die App nutzen kann und dann immer mal checken kann, wie das Ganze aussieht. Okay, so, wir wollen jetzt auf jeden Fall noch irgendwas bauen. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einer Baracke? Ja, ich denke, hier bauen wir eine Baracke. Das ist ganz gut. Machen wir das Ganze mal. So, hier oben ist das ist unabhängig von unserer Forschung. Hier können wir dann immer 2 Sachen gleichzeitig bauen. Wir können die aber auch hier queuen, ja, also dass die dann, wenn das fertig ist, dass die dann wieder angeschmissen werden. Das ist sehr sinnvoll, wenn die Sachen hier 8 Stunden oder mehrere Tage oder so dauern, wie das hier 2 Tage. Das ist dann ganz praktisch. Okay, vielleicht bauen wir dann am besten irgendwo noch was. Vielleicht hier bei Luxor, bleiben wir mal bei den großen Gebieten. In Aswan bauen wir auch noch eine Baracke, das wäre auch ganz gut. So, und dann schauen wir uns an, wo wir noch was bauen könnten. Vielleicht, I don't know, vielleicht hier. Vielleicht können wir hier noch was bauen, Produktion. Miliz können wir noch nicht. Dann brauchen wir erstmal die Baracken, die wir gerade herstellen, und wir brauchen die Forschung. Also das machen wir später. Deswegen werden wir hier auch nochmal was bauen. Vielleicht können wir... Ich glaube, wir können gar nichts anderes für den Anfang bauen. Ne? Wir haben erstmal die Baracken gebaut, das ist ganz gut. Vielleicht den Industriekomplex, können wir den überhaupt schon bauen? Ich weiß es nicht. Wir lesen uns das einfach mal durch. Die Sachen können wir produzieren. Die Rohstoffproduktionbonus wirkt sich nur auf Rohstoffe aus, die in der Produktion sind. Okay. Lass ich erstmal. Ich denke, die Sachen sind erstmal ein bisschen zu fortgeschritten für uns. Wir bleiben erstmal bei den Baracken. Wir können noch eine dritte bauen, würde ich sagen. Das ist ganz sinnvoll für den Anfang. Unsere Auszeichnung sehen wir übrigens hier oben. Und dann sehen wir halt, was wir abschließen müssen, damit wir ein extra Gold bekommen. Das ist natürlich ganz nützlich für unseren Kampf. Jo, ich bin auf jeden Fall erstmal begeistert und freue mich sehr darüber. Schauen wir mal an, wie die Forschung abläuft. Wir sind fast fertig. Perfekt. Und hier haben wir 2 Frontberichte. Baracke gebaut, Baracke gebaut, Baracke gebaut. Perfekt. So, dann haben wir die Baracken schon mal fertig. Das ist, denke ich, so der erste gute Schritt für uns. Und dann leveln wir auch währenddessen. Ich meine, wenn wir dann demnächst unsere Sachen hier ein bisschen erforscht haben und meine Truppen hier angekommen sind, dann werden wir auf jeden Fall einiges erleben. Also ich würde sagen, das war's jetzt für den Anfang erstmal. Ich weiß, es ist sehr viel. Ja, und das Ganze kann man nicht in einem Video so erklären und... Es gibt hier sehr, sehr, sehr viele Sachen, die man beachten muss und man muss es einfach ausprobieren. Ja? Also probiert es einfach aus und habt Spaß und dann werdet ihr das Ganze, denke ich, herausfinden. Also ganz wichtig, forschen, hier oben forschen, dann baut ihr Baracken und dann guckt ihr, ob ihr hier irgendwelche Infos oder Missionen habt, weil hier können ja auch Berater auftauchen, die euch dann irgendwas erklären. Das ist ganz sinnvoll. So, und hier seht ihr dann die Sachen, die ihr habt. Bisher haben wir noch gar nichts. Deswegen wird es dringend Zeit, dass wir ein paar Sachen upgraden und etwas dazu gewinnen.
Ja, also so viel dazu. Mir gefällt es ganz gut bisher. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ich freue mich darauf, mit euch weiter zu kämpfen. Also, wie gesagt, wenn ihr Teil des Spiels werden wollt, schaut in die Beschreibung rein, klickt auf den Link und joint dem Game. Es gibt einiges zu tun und wie gesagt, das Spiel dauert sehr lange, aber man muss da auch nicht jeden Tag viel dran machen. Man kann dann halt wieder eine Produktion anschmeißen und dann zwei Truppen bewegen am Handy über die App und dann kann man es wieder schließen. Also braucht ihr da jetzt nicht jeden Tag mehrere Stunden Zeit für. Ist ganz cool. So, danke nochmal fürs Sponsoring und ich hoffe, euch geht's gut und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.